Hallo, hier ist der sportliche Teil der Sendung und ich möchte heute mit einer wunderbaren Momentaufnahme beginnen. Guck mal da, Borussia Mönchengladbach ist auf Tabellenplatz 2, Bayern-Verfolger Nummer 1. Das hat sich die Mannschaft aber auch verdient, denn sie ist auch nach dem 2:1-Sieg in Paderborn weiter ungeschlagen in dieser Saison. Auch wenn wir den Paderbornern echt eins sagen müssen, Respekt. Die Herrschaften sind meiner Meinung nach zu Recht in Liga 1. So sieht Kämpfen aus und fußballerisch war das auch gar nicht so übel. Ich kenne da einen Aufsteiger, einen anderen, der weniger für ein schönes Fußballspiel tut. Aber was soll's. In der Regionalliga lief es übrigens etwas weniger schön für die Borussia. Gegen die Sportfreunde Lotte verspielte die U23 in der Regionalliga West einen 2:0 Vorsprung. Das Spiel endete 2:2. Der KfC Uerdingen erwischte da einen besseren Tag. Die Krefelder gewannen beim VfL Bochum 2 knapp mit 2:1. Nach dem 3:0 Erfolg gegen Siegen läuft es momentan beim KfC. In der Tabelle solides Mittelfeld, Platz 9. Die Krefeld-Pinguine sind weiter erfolgreich in der deutschen Eishockey-Liga unterwegs. Bei den Grizzly Adams Wolfsburg holten sie auch den 2. Sieg des Wochenendes. 5:4 ging es nach Penalty-Schießen aus. Vorher wurden zu Hause die Straubing Tigers mit 2:0 besiegt. Kommen wir zu ganz viel Geld, das endlich ausgeschüttet werden kann. Die Santander Consumer Bank veranstaltet jedes Jahr den Santander-Lauf. Jetzt wissen wir, wie viel dabei rumgekommen ist. Run, boy, run. This world is not meant for you. Run, boy, run. They're trying to catch you. Run, boy, run. Running is a victory. Run, boy, run. Beauty lies behind the hills. Nach 5 Jahren ist der Santander-Lauf längst zu einer festen Institution in Mönchengladbach geworden. Über 6000 Sportler traten Mitte Mai zum Lauf quer durch das Stadtzentrum an, inklusive Hügel rauf und Hügel runter. Die Strecke 5 bzw. 10 Kilometer. Ein Spendenlauf, den die Bank sich auch etwas kosten lässt. 10 Euro pro Läufer, darunter auch fast 5000 Schüler. Das Geld, das die jungen Sportler hier zusammenlaufen, geht an die jeweiligen Schulen. Unter den Läufern auch einige prominente Gesichter. Also ich bin zum dritten Mal schon hier. Seit 3 Jahren komme ich jedes Jahr, weil es einfach eine tolle Veranstaltung ist. Die Bank spendet 6-stellig. Das ist Wahnsinn. Dieses Jahr komplett ausgebucht mit über 6000 Teilnehmern. Und das Wetter passt. Letztes Jahr hatten wir nicht so schönes Wetter, aber dieses Jahr ist einfach ein Traum. Es macht riesen Spaß, hier sein zu dürfen. Der Ex-Kelly-Family-Star Joey Kelly ist genauso dabei wie Oberbürgermeister Hans-Wilhelm Reiners. Ich habe, glaube ich, das dritte oder vierte Mal teilgenommen. Ich weiß nicht ganz genau, auch schon auf der alten Strecke. Das macht Spaß. Ich mache halt gerne Sport. Und es ist ein schönes Gemeinschaftserlebnis, mit Hunderten von Läufern zusammen hier in der Stadt unterwegs zu sein. Insgesamt spendet die Santander Consumer Bank 100.000 Euro für Schulen und andere Einrichtungen. So erhalten zum Beispiel der Tierschutz, der Volksverein oder das Deutsche Rote Kreuz jeweils 3.000 Euro. Ja, wir schauen halt, dass besonders die Schwerpunkte unserer Aktionswoche mit da drin sind, enthalten sind. Das sind eben Soziales, Gesundheit unter anderem. Und da gucken wir natürlich, dass wir breit gefächert möglichst viele Einrichtungen und Vereine aus der Region abdecken. In diesem Jahr sind es 21 Vereine, die eben A 3.000 Euro eine Spende bekommen. Und das ist schon mal eine ganze Menge. Und der andere übrige Betrag fließt eben dann an die Schulen für ein besonderes Projekt, was wir mit den Schulen gemacht haben. Begonnen hat der Spendenlauf mit gerade mal 600 Läufern. Mittlerweile hat sich die Zahl verzehnfacht, was auch die Organisatoren an die Grenzen ihrer Kapazitäten bringt. Im nächsten Jahr soll die Zahl der Schüler, die teilnehmen können, vorher festgelegt werden. In diesem Jahr hatte der Lauf eine absolute Rekordbeteiligung. Einen neuen Termin für den Lauf im Jahr 2015 gibt es noch nicht. Fest steht, dass es Mitte Mai oder Mitte Juni sein wird. An diesem Wochenende ist beim Stadtfeuerwehrverband Mönchengladbach die 10. Deutsche Straßenlaufmeisterschaft ausgetragen worden. Angeboten wurden eine 5-Kilometer- und eine 10-Kilometer-Strecke. Beide Läufe begeisterten über 125 Läufer. Den Sieg über 10 Kilometer und damit den Titel Deutscher Straßenlaufmeister der Feuerwehren holte sich Lars Kegler von der Berufsfeuerwehr Ludwigshafen. Und zum Schluss feiern wir noch etwas die weibliche Hockey-B-Jugend des CHTC. Die Mädels sind nämlich Oberligameister geworden. Das Finale gegen den HC Essen 99 wurde in einem packenden 7-Meter-Schießen mit 2:1 gewonnen. Herzlichen Glückwunsch und wir hoffen, dass ihr noch vernünftig gefeiert habt. So, diese Woche steht übrigens sportlich bei einigen wieder ganz was Europäisches im Fokus. Am Donnerstag spielt unsere Borussia in Zürich ihr 2. Gruppenspiel in der UEFA Europa League. Alle Infos dazu gibt es dann morgen bei uns. Das war's jetzt vom sportlichen Teil für heute. Bis zum nächsten Mal.